Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, zuerst bedanken wir uns bei allen, die in den letzten Jahren mit zur Konsolidierung der Linken beigetragen haben und die mit dafür gesorgt haben, dass wir unfruchtbare interne Auseinandersetzungen hinter uns lassen. Wir bleiben soziale Alarmanlage, wir bleiben die Partei der sozialen Gerechtigkeit und für Frieden und wir bleiben auch Ideenwerkstatt für linke Politik. Ja, wir haben viel vor in den nächsten 2 Jahren. Wir müssen die Große Koalition angreifen, denn sie blockiert soziale Rechte, sie blockiert eine Umverteilung von oben nach unten. Wir müssen da rein in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und wollen die auch gewinnen. Und wir werden deutlich machen, dass wir die Partei sind für die mittleren Schichten und für diejenigen, die gar keine Lobby haben. Wir bleiben die Friedenspartei im Deutschen Bundestag und werden auch weiterhin Nein zu Auslands- und Kriegseinsätzen der Bundeswehr sagen. Wir werden auch weiterhin die Proteste außerhalb des Parlaments gegen Kriegs- und Kampfeinsätze organisieren. Außerdem wollen wir in den nächsten Jahren das Thema prekäre Arbeit und prekäre Lebensverhältnisse in den Mittelpunkt unserer Politik stellen. Auch innerparteilich haben wir einiges vor. Wir wollen die Parteientwicklung voranbringen. Das geht nur gemeinsam. Was uns besonders am Herzen liegt, ist, noch mehr junge Leute und noch mehr Frauen für die Mitwirkung bei uns zu begeistern. Und natürlich wollen wir unsere Verankerung in Gewerkschaften und sozialen Bewegungen ausbauen und den Kontakt zu Kunstschaffenden und Intellektuellen noch intensivieren.